Guten Tag, ist Kommissar Overbeck da? Ja, kommen Sie. Guten Tag, Frau Stein. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Herr Overbeck. Ich habe vor einer Woche ein Gemälde im neuen Kunstladen im Ort erstanden. Oh, ein sehr schönes Bild. Ja, schon. Aber mein Bekannter zweifelt sehr an der Echtheit des Gemäldes. Könnte es sich um eine Fälschung handeln? Wir könnten doch den Direktor des Kunstmuseums befragen. Ja, das ist eine gute Idee. Er ist ja ein ausgewiesener Experte. Guten Tag, Herr Pfeiffer. Können Sie einen Blick auf dieses Gemälde werfen? Guten Tag, Herr Pfeiffer. Ja, natürlich. Von einem großen Meister mit einem sehr guten Zustand. Handelt es sich denn um ein Originalbild? Da gibt es keinen Zweifel. Besten Dank, Sie haben uns sehr geholfen. Frau Stein, Sie haben es gehört, es gibt keine Zweifel. Ja, besten Dank für Ihren Einsatz. Hallo Overbeck, wie immer ein Kaffee? Mit Milch und ohne Zucker? Ja, gerne, Giovanni. Du hast aber ordentlich zugenommen. Ja, aber nur am Bauch. Meine Frau hat überall zugenommen. was macht denn der Museumsdirektor hier? Moment mal, der geht ja in das Kunstgeschäft. Das muss ich mir mal näher ansehen. Das ist ja ein komischer Zufall. Den Laden behalte ich mal im Auge. Das muss ich mal genauer ansehen. Aha, wegen Krankheit geschlossen. Das sind mir ein paar Zufälle zu viel. Dem gehe ich mal hinterher. Aha, Hände hoch und keine falsche Bewegung. Diese Bilder, die Sie haben, scheint es mir ein bisschen zu häufig zu geben. Sie sind festgenommen. Nehmen Sie die Beweisgegenstände mit und lassen Sie den Museumsdirektor aufs Revier bringen. Alles klar. Sie geben also zu, Fälschung verkauft zu haben. Ja, und da kommt ja auch schon Ihr Komplize. Herr Pfeiffer, Sie haben sämtliche Fälschungen für gut beachtet. Ja. Führen Sie beide ab. Mann, Mann, Mann.